Das hier ist eines der ersten Rezepte, die man in der Ausbildung lernt. Und nach wie vor eins meiner Lieblingsdesserts. Wir machen Creme Brûlée. Auf geht's. Zuallererst kratzen wir unsere Vanilleschoten aus und kochen das Ganze mit unserer Sahne einmal schön auf. Die Vanilleschoten gebt ihr einfach mit dazu und kocht die langsam aus. Jetzt trennen wir unsere Eier. Oben drauf kommt unser Zucker. Und was jedes Dessert besser macht, eine kleine Prise Salz. Vermengen das Ganze. Sobald die Sahne kocht, kippen wir sie nach und nach in unsere Eimasse und binden das Ei zur Rose ab. Sprich, es sollte ungefähr 80 Grad erreichen. Um Dampf zu erzeugen, geben wir jetzt Wasser auf ein Blech in unseren vorgeheizten Ofen und füllen unsere Creme Brûlée in Form eurer Wahl ab und geben sie direkt in den Ofen. Wenn sie noch leicht wackelt, ist sie perfekt. Die kommen jetzt über Nacht in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag sehen sie genau so aus. Da packen wir jetzt unseren braunen Zucker drauf. Und fertig ist eure Creme Brûlée. Perfekte Konsistenz. Ist aber ein geiles Dessert. Ist einfach ein geiles Dessert.